man kennt die viel, diese Musik, diese Musikfilme mit irgendwelchen Chören, Chören von Schwersterziehbaren, von Kleinkriminellen, der Chor der Hausfrauen und am Ende steht die große, perfekte Performance auf der Bühne. Das war von Anfang an klar, dass wir das nicht suchen. Dies Augen zählt mit seinem Glanz, allein erhält. Das war für mich sehr auch Überraschung, dass eigentlich niemand unter einem Erfolgszwang stand. Also das hat Marino sehr gut hingekriegt, dass es nicht am Ende der Auftritt in der Carnegie Hall winkt, sondern dass das einfach eine Arbeit ist, eine Begegnung ist, wo man zusammen etwas macht. Eine Krähe war mit mir aus der Stadt geflogen, ist bis heute für und für. Es ist ein sehr außergewöhnliches Projekt. Leute gehen mit Erwartungen in einen solchen Film, wenn sie da sehen. Das hat mit Schubert zu tun. Dann erwartet man Schönklänge ohne Ende. Und dann sind da Leute, die eben gar nicht so schön diesen Schubert singen, aber vielleicht viel wahrhaftiger als so mancher professionelle Sänger. Es ist eigentlich ein sehr Schubertscher Film geworden. Und ich wollte einen Film machen, im Laufe der Arbeit eigentlich ein Endprodukt haben, ein Endstatement haben, das vielleicht etwas weniger mit Schubert zu tun hat. Und also, oder zumindest mit dem Bild, mit dem Schubert, wie wir ihn kennen. Ja. Was sucht denn der Jäger am Mühlbach hier? Bleib trotziger Jäger in deinem Revier. Hier gibt es kein Wild zu jagen für dich. Hier gibt's nur ein Rehlein, ein zahmes für mich. Und willst du das zärtliche Rehlein sehen, so lass deine Büchsen im Walde stehen. Es heißt eigentlich, dass Schubert sich dann doch durchgeboxt hat, nicht? Also irgendwo. Also es ist wieder dann doch nicht so schlecht. Man beschäftigt sich nicht ungestraft mit Schubert. Das würde mich wirklich interessieren. Du hast ihn unterbrochen, als er versucht hat zu erzählen, warum er das Projekt machen würde. Gerne. Ja, ich wollte aber du was anderes. Du hast die Antwort ab. Ja, aber ich wollte gerade etwas anderes bringen. Ich habe das nicht gemacht. Mich hätte das enorm interessiert, was er sagt. Tut mir leid. Mit einem Regie-Duo zu arbeiten, das kein wirkliches Regie-Duo ist, weil das eine ein Musiker, Pianist und ein Künstler ist und das andere ein Filmemacher-Künstler ist, ist eine immense Herausforderung, weil natürlich zwei Sprachen gesprochen werden, weil zwei verschiedene Prozesse bekannt sind, weil der Musiker einen anderen Prozess, eine andere Prozess auf der Arbeit gewohnt ist als der Filmemacher, weil beim Filmemachen einfach ein ganz anderer Apparat dahinter steht und der auch beschäftigt wird, koordiniert werden muss. Das ist ein anderer Vorgang. Also insofern, das war schon eine Herausforderung. Das ist Film immer, wie wir alle wissen. In dem Fall war es eine neue und eine andere Herausforderung. Und man hat halt wieder wahnsinnig viel daraus gelernt. Dieser Film war ja nicht irgendwie drehbuchmäßig ausgearbeitet und aufgelöst, sondern wir sind in ein Abenteuer ohne klares Ziel hineingesprungen. Also wir haben so eine Art Antarktisreise unternommen. Das Problem ist, wie du da hinkommst, gell? Ja. Also vom Wind auf dort, nicht? Ja. Und das ist derselbe Ton. Das ist derselbe Ton, ja. Bis meine Knabe, du mit mir gehen, deine Tochter soll ja. Die Tat ja. Tochter. Und alles andere ist viel zu technisch, sonst macht der Bruno okay. Ein Dokumentar über Vermittlung, Arbeit. Gell? Keine Vermittlungsarbeit! Es
gab natürlich die unterschiedlichen Auffassungen davon, was das Werk am Schluss sein soll. Der Musiker denkt als Musiker, der Filmer denkt als Filmer. Und es war auch klar, dass ich da eine Funktion habe, diese beiden teils divergierenden Auffassungen auch unter einen Hut zu bringen. Wolltest du was sagen, warum? Nein. Nicht mehr? Nein. Jetzt vor der Kamera ist doch schön. Nein. Das kann es hier nicht vor der Kamera sein. So die Details. Oh, yes. Das ist Hallo, nicht Bruno. Jugendfrei. Hallo, Bruno. Das ist nicht jugendfrei. Okay. Okay. Also, wenn ich Franz Schubert einen Mensch erklären müsste, der Franz Schubert nicht kennt, müsste er erstmal wissen, was er oder sie für Backgrounds hat, um Brücken zu etablieren. Also einem jungen oder jüngeren Mensch, der Grunge oder Rock hört, würde ich dem sagen, war der Kurt Cobain seiner Zeit. Ein Mensch, der Filme, alte Filme liebt, würde ich sagen, er war der allererste Neorealist. Das war Falsche. Übst es. Also bitte darum, also bitte, und ja, Konzentration, Disziplin. Der Schubert hat diese Lieder in den Kellern von Kellerlokalen von Wien am Klavier gespielt und seine Bekannten und Freunde, Ärzte, Notare, Rechtsanwälte, die zu Hause gelernt hatten, wie man vom Blatt singt, die sind dort gewesen und haben diese Lieder gesungen zu seiner Begleitung. Die Idee ist, dass man Musik nicht nur in diesen, oder nicht mehr vielleicht, oder nicht nur in diesen perfekten und eigentlich so viel zu perfekten Konzertsäle oder Klavierräume macht, sondern dass man... Nein, der Schubert, der hat in so einem Raum eigentlich auch gespielt. Und der hatte zwar sowas nicht, aber ein Tafelklavier hat so. Ja. Die war noch aus Elfenbein, habe ich gesehen. Ob Science auf Elfenbein war, das bezweifle ich sehr, weil er hat überhaupt keine Kohle. Also. Ja. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass Schubert damals, als er diese Lieder geschrieben hat, auch wusste, dass er damit nicht an ein großes, fachkundiges Publikum gehen kann. Die wollten damals Opern sehen mit irgendwelchen antiken Heldenthemen und so weiter. Aber Lieder über Wanderer, die sich in Müllerinnen verlieben, die für sie nie erreichbar sind, oder Lieder über arme Leiermänner, die barfuß im Schnee stehen und nichts zu essen haben, das wollte damals kein Mensch sehen und kein Mensch hören. Was vermeide ich denn die Wege, wo die anderen Wanderer gehen? Versteckte Stege durch verschneite Felsenhöhen, suche mir versteckte Stege durch verschneite Felsenhöhen, durch Felsenhöhen. Die Protagonisten dieses Films sollten sozusagen die experimentierfreudigen Pioniere sein, die zeigen, habt's keine Angst, macht's es einfach und ihr werdet erleben, wie schön es ist. Natürlich gibt es da jemanden, der ein intensiver und guter Lehrer ist, aber die findet man, wenn man sie sucht. Wissen Sie schon, worum es geht? Irgendetwas in Musik. Wie heißen Sie? Johann. Giovanni. Giovanni, ja. Schubert ist ein Begriff. Können Sie da hinauf? Nein, es ist mir
alle Arten von Festivals, wo die Leute mit Krawatte hingehen, ist mir zuwider. Mir auch, wie Sie sehen. Also das Casting, das war wirklich eine aufwendige Sache. Also das ist, ging wahrscheinlich über die Hunderte, die wir mal so nicht näher gecastet habe, aber dann von diesen mindestens, ich weiß nicht mehr, aber sicher etwa 70, 80. Also es gab eine Menschen, die wir dann wirklich besucht haben, dass Marino mit ihnen gearbeitet hat, ich ihnen Fragen gestellt habe, wie sie in ihrem Umfeld besucht haben, was arbeiten sie, wie gestalten sie ihren Tag, das waren für mich auch noch wichtige Elemente, also die Persönlichkeit, soweit man sie da fassen kann in dieser Arbeit. Ja, und dann sind fünf nach längerem Hin und Her und Evaluation und Überlegungen sind fünf übrig geblieben. Der Film, also Schubert und ich, ist ein schönes Beispiel für einen Film, der entsteht, weil es Bekanntschaften gibt und Freundschaften und weil man sich kennt. Matthias hat Marino Formenti gekannt und auch Bruno Moll hat mit ihm auch schon gearbeitet. Und die Idee, diesen Film zu machen, kam von Marino Formenti und wir haben dann Bruno Moll dazu gefunden, sozusagen. Gut, willst du merken, auf einmal auch? Klappe, Ton geht. Okay. Und gemeinsam ist dann dieses Konzept entwickelt worden, also wirklich gemeinsam, ausgehend von Didi Marinos, kam dann Bruno dazu und haben sie dieses Regiekonzept entwickelt und dann den Film. Der war wirklich ein langes Work in Progress, also das war so eine Entwicklungsgeschichte. Aber das ist so eine Sache, da hat sich alles gefunden. Also da haben sich die Protagonistinnen, also in dem Fall nicht die Protagonistinnen, sondern Regie, dieser Konzeptionist Marino Formenti, der auch ist, und die Produktion gefunden. Nicht mit uns reden. Ich habe nur mit dem Thomas geredet, der ist eh nicht da. Und Lebensmut, das ist mir jetzt, weil das habe ich als letztes in der Badewanne geübt, insofern, das trällert mir noch im Kopf herum. Gut. Aber du kannst mitreden, also du kannst auch... Nein, ich kann nicht mitreden, ich will nicht mitreden. Na gut, dann fügst du dich meinen Anordnungen, na schauen wir mal. Sie bringt das auf den Punkt, ja, allerdings. Ne? Also da kann ich stopp vielleicht kurz, weil dann kann es sein, dass da noch andere Themen kommen. Da gibt es schon zwei Sachen, die dazu zu sagen werden. Ich habe, um aus dieser Problematik des Wer führt, also wie kann ich sie freilassen und wie kann ich sie trotzdem irgendwo hinführen, habe ich mal ein Spiel, eine Spielregel eingeführt, dass man quasi abwechselnd der Boss ist. Also quasi, man macht jetzt einen Teil, also eine Stunde oder wie auch immer, dann machst du quasi, ich mach mit dir was. Und die andere Stunde bist du völlig frei, du machst mit der Sache was und du sagst mir, was ich zu tun habe und so. Das habe ich irgendwie einfach eingeführt, um zu sehen, ob das was bringt. Und das hat schon was gebracht. Es ist Psycho jetzt, oder was? Ja. Für sowas habe ich weder Zeit noch Nerven, ehrlich gesagt. Das ist unglaublich, dieser Gesichtsausdruck. Jetzt, das kocht in ihr, das kocht. Oh, was macht er, was will er? Wunderbar. Ja, da war ich wirklich beglückt, dass das passiert. Man muss ja dann noch die Kamera ruhig halten in diesem Moment, oder? Aber das war genau der Moment, wo ich das Gefühl gehabt habe, der Film läuft in die richtige Richtung. Also wo eben der Tiger auftaucht im Dschungel und dem Elefanten das Leben schwer macht, oder? Zeig mal. Du bist der Elefant. Ah! Aber was hat es mit Thai-Boxen? Brüll mich an. Brüll mich an. Das kann ich nicht. Komm, sei nicht so weit. Komm. Ah! Also ich soll dich einfach nur anbrüllen. Okay. Ah! Ah! Da war ich dein sehr urschwach. König der Löwen. Kannst du das jetzt? Kannst du das jetzt? Das stimmt allerdings. Kannst du das jetzt? In dem Moment musste ich mich ganz schnell entscheiden,
Soll ich jetzt nochmal brüllen und richtig brüllen oder soll ich das lassen? Und ich habe mich für das Lassen entschieden, weil ich eben, also ich war ständig zerrissen zwischen diesen, du musst sie führen und du darfst sie nicht fressen. Ja? Und in dem Fall habe ich mich fürs Nicht-Fressen entschieden. Ja? Aber es sind natürlich auch bei mir sehr schnelle Reflexe gewesen, wie du etwas jetzt machst. Ne? Manchmal auch zur Überraschung für den Tontechniker. Oder wir reden da von den Tinnitus-Aufnahmen, also wo er einfach völlig überrascht wird über die Lautstärke. Und das muss ja ausgesteuert werden. Und wenn das überraschend kommt, schlägt dann das... kann man das nicht mehr korrigieren und es geht in den Bereich der Verzerrung und überhaupt jedes Aufnahmegerät ist überfordert damit und er läuft in Gefahr, einen Tinnitus zu kriegen. Ich liebe dich, mich reizt deine schöne Gestalt und bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt. Das Projekt ist für mich auch ein bisschen so wie ein Pamphlet gewesen, so eine Art Anti. Also jetzt nicht antidestruktives Anti, aber manche Sachen haben ihren Wert auch ganz einfach darin gehabt, anders zu sein. Also nicht nur, wenn es nur anders gewesen ist, dann hat es mich auch nicht interessiert natürlich. Aber musikalisch interessant, musikalisch irgendwie und biografisch, also was erzählend, aber anders, als wie man das erwartet. Das war der Fall von Ahmed und auch der Fall von Hans Hauff. Die Augen zählen von deinem Glanz allein erhält. Hauff ist dennoch eine sehr starke, interessante Persönlichkeit, wo du auch vermutest eigentlich, dass hinter diese Fassade viel, viel, viel geht und sein Leben ist auch der Beweis dafür, weil er ist ein humanistischer Mensch, der sehr viel die anderen geholfen hat und so. Also es gibt unheimlich viele Facetten, die man vermutet auch hinter diese, die man gleich sieht, auch richtig, ne, hinter diese Fassade. Es ist eh alles eine Chance. Wehmut ist auch immer Hoffnung. Wehmut ist Hoffnung. Ist es ein Thema für dich oder gehört es zu dir auch? Einsamkeit ist gut, aber sich allein fühlen ist nicht gut. Sich alleine fühlen, allein gelassen fühlen ist nicht manchmal so gut. Das ist für mich einer der wirklich berührendsten Momente eigentlich des ganzen Films. Wir haben einmal zusammengehalten und haben für ein besseres Leben, für eine Demokratie, für Freiheiten, für Austausch gekämpft und jetzt stehe ich alleine da. Und der Verlust dieser Ideale, und er benennt sie. Und man kann jetzt sagen, ja, aber also, das hat etwas... Traniges auch, und gleichwohl habe ich bewundert diese Ehrlichkeit. Wer ist schon so ehrlich und hat eben nicht diese zynische Fundierung und kann das alles irgendwo einordnen? Ja. Und er zeigt seine Verletzlichkeit total. Und das fand ich schon sehr stark von ihm. Also er wird so verletzlich hier natürlich, oder? Man kann sagen, du, also bitte schön, du jammerst da und was soll das? Und, aber ich finde, er bringt sehr viel eigentlich auf den Punkt hier, oder? Auch in der Melodie ist das ausgedrückt. Ja? Das hat dann mit genau das ist für mich wirklich, das ist der schönste Moment des ganzen Films. Er redet über das, über seine Verletzlichkeit, über das nicht aufgegangen in seinem Leben und Marino übernimmt das musikalisch.
Das ist für mich so, das ist für mich Begegnung, das ist für mich Dialog. Und das passiert einfach, das ist nicht inszeniert, das ist passiert und es passiert, du hast sie wahrscheinlich auch nicht gedacht, jetzt nehme ich das auf. Das ist komplett intuitiv. Und das ist einfach wunderbar. Solche Momente. Also von ihm kann man echt von einer Veränderung reden, interessanterweise. Es ist nicht das, was ich wollte. Ich wollte nicht die Menschen besser mit Musik machen. Ich wollte eigentlich Schubert besser machen durch die Menschen. Aber er hat was daraus gemacht. Und er hat sich sehr verändert. Und das ist der Schubert, den ich mir erträumt hatte bei dem Projekt. Es war ein wirklich riesengroßer Vorteil, dass der Cutter, den wir in der Schweiz hatten, der Manfred Sazzi, selber Musiker ist. Und beim Schnitt des Films sehr darauf geachtet hat, die musikalischen Linien zu berücksichtigen und dort, wo er sie rhythmisch unterteilen musste, was ja sehr gefährlich ist in der Musik, eben dieses Gespür mitgebracht hat, wo man eine musikalische Linie vielleicht auch schneiden kann, wo man eine musikalische Linie in eine andere überführen kann, ohne dass es zu einem Massaker kommt im musikalischen Sinne. Also wie ich das erste Mal einen Bogen gesehen habe und den Rohschnitt gesehen habe, hat mich das einfach wirklich berührt und fand ich, haben die richtig schön gesungen. Also sehr unterschiedlich, jeder auf seine Art. Und das war tatsächlich überraschend, weil es liest sich in der Theorie, kann man sich das vorstellen und denkt man sich, das wird sicher so sein, dass die am Ende für sich eine schöne Erfahrung haben, aber dass es auch in meinen Ohren schön klingt, das hat mich tatsächlich sehr überrascht. Es gibt sehr viel Humor in diesem Film, es gibt Brechungen, die unerwartet sind, und das finde ich eigentlich mindestens so spannend als die großen dramatischen Bogen. Weil ich denke, unser Leben findet ja oft in diesen kleinen Bewegungen, meandert das so irgendwo durch, und das zeigt dieser Film, glaube ich, sehr, sehr gut. Ja, ja, nein, jetzt sind wir so kritisch. Verdammt noch einmal. Ich mag mit solchen Projekten gar keine Antworten geben. Ich möchte nur Fragen stellen. Ja? Deswegen bin ich dagegen, dass man sagt, das ist jetzt besser oder schlechter oder anders als bei Schauspieler, bei Sänger. Ich freue mich, dass Schubert die Möglichkeit hat, auch von solchen Menschen, und zwar Menschen, und ich wiederhole Menschen, ganz einfach Menschen gesungen werden kann. Und das nimmt dem großen Sängern auf der Bühne gar nichts weg. Ja, das ist was völlig anderes für mich. Es war, glaube ich, das, was der Schubert auch immer gesucht hat, ja, eine Wahrhaftigkeit im Ausdruck, die natürlich dort, wo es in den Bereich des Kunstliedes oder auch der sehr kunstvollen Interpretation hineingeht, oftmals ganz schwer zu finden ist. Ja, diese Wahrhaftigkeit ist, wie es der Marino im Film ja auch mal sagt, in der Unterhose zu Hause. Kannst ja die Hosen wieder runterlassen. Das mache ich jedes Mal, wo ich mit dir spreche.
Und jedes Mal, wo ich mit dir spreche, werde ich einfach den Arsch runterziehen. Schau nicht so, damit, du hast Schwangerschaftsstreifen. Bruno, er ist er will nicht, dass ich das sage, aber er ist ein toller Pianist. Er improvisiert wirklich unerwartet. Unerwartet gut. Danke, die Blumen. Einmal mache ich einen Film über ihn als Pianist. Das steht schon in den Sternen. Ja. Ich übe dich als Filmregisseur. Im Schneideraum. Und du besuchst mich dann im Schneideraum.